Was geht ab, ihr stinkenden Stinker? Ja, ihr wisst, ich liebe Experimente und deswegen schauen wir uns heute mal Lava vs. Pool und andere Lava- und Coca-Cola-Experimente an, Alter. Ich freue mich sehr darauf, wenn es euch gefällt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch mehr Experimente sehen wollt. Bei 400 Likes gibt es den nächsten Teil, okay? Und dann lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, denn ansonsten stinkt ihr nach Ziegenkäse. Let's go, wir gehen rein da. Okay. Gut, es ist gerade ruhig. Bruder, Lava, Alter, imagine, du hast einfach Lava in deinem Garten und haust dir auf Coca-Cola. Was? Wie cool! Bro, da bin ich mal gespannt. Alter! Das wird ja krass. Mit was fangen wir an? Cola in eine fette Flasche? Bruder, kennt ihr diese Flaschen von früher, die immer bei DM oder so standen? Mit diesem gratis Leitungswasser? Gibt's das noch? Bruder, immer früher getrunken, einfach nur um cool zu sein. Okay, also Wasser kommt rein, dann kommt... Oh, ich glaube, das wird so eine Explosionsexperiment jetzt. Wo so diese fette Schaumexplosion dann rauskommt. Wisst ihr, was ich meine? Mentos rein? Ja, das ist so ein crazy Experiment. Coca-Cola. Ganz, ganz wichtig, dass man das drauf macht. Damit der Videotitel auch stimmt. Bruder, haut er da aber Lava auch gleich rein? Okay, Cola kommt rein. Jetzt gibt's die Schaumexplosion. Und... Yo, Baby! Oh, okay! Yo. Alter! Wenn ihr eine Woche eure Freundin nicht gesehen habt... Okay, ich halt mein Maul, Alter. Krasses Ding, Alter! Aber wo ist die Lava? Ich will jetzt, dass er da Lava reinhaut. Ich will Lava sehen. Baby, Lava-Experimente sind die krassesten. Aber sehr geiles Ding, also, boah, das macht immer noch weiter. Löst sich das aber auf, dieser ganze Schaum? Das ist das, was ich mich jedes Mal frage. Geht der einfach weg oder bleibt der da? Der muss sich schon auflösen, oder? So wie Wasser, so, keine Ahnung. Crazy, Digga, das macht immer noch weiter. Das hört ja nie auf. Digga, das hört ja nie auf. Aquafresh, Zahnpasta, okay. Was machen wir jetzt mit der Zahnpasta? Oh, mit einem heißen Messer. Alter, geiles ASMR. Oha, wie cool sieht die Zahnpasta denn aus von innen? Hä, wie cool. Ich dachte immer, die... Ich weiß nicht, was ich dachte, aber ich dachte nicht, dass die so aussieht. Krass, dass Zahnpasta so brutzelt. Die Brutzler. Jetzt neu im Kühlregal mit Zahnpasta-Geschmack. Oh mein Gott, was ist das jetzt? Lava? Fetter Behälter. Der dreht Gas auf. Okay. Ich glaube, das wird jetzt Lava. Ja. Wir kriegen unsere Lava. Der hat da irgendwie so ein... Oder? Doch, das wird jetzt Lava. Der hat quasi da wie so ein Ofen angemacht. Und da stellt er jetzt irgendwas rein und das wird zu Lava, oder wie? Bin mal gespannt. Wird dieses komische Zeug, was da drin war, jetzt zu Lava? Bin ich ja mal richtig gespannt. Okay, der hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Coca-Colas wieder. Alter, und jetzt wird er die Lava auf die Colas. Das ist das einzige Mal, wo ich sage, er darf die Cola jetzt verschwenden. Das ist das einzige Mal für die Wissenschaft. Guck mal, das ist einfach Lava geworden. Ich weiß nicht mal, was er da reingetan hat. Der Lava sieht so krank aus. Lava-Tarnungen und sowas in Fortnite und so in diesen Videogames. Immer geil. Okay, Lava auf Coca-Cola, wir gucken! Und, oh mein Gott! Bro, wie ist die erste Dose? Schau mal! Da ist der Boden direkt aufgerissen! Boah! Schau mal, da geht nur ein Tropfen hin und sie platzt direkt auf die Dose. Und die brennt sogar! Die Cola brennt sogar. What? Alter, das ist ja krass. Wow. Das ist ja heftig, Mann. Oh mein Gott, den ganzen Deckel hat's weggeätzt. Wow. Das ist crazy. Das ist ultra crazy. Da, also Wahnsinn. Digga.
Das ist jetzt eine Mini-Plastik-Coca-Cola oder was? Classic-Coca-Cola, das ist so ein... Oh, mit so einem Lavamesser. Da sind Orbeez drinnen. Wo kommen die denn her? Orbeez! Das war geil. Das fand ich sick, Alter. Muss ich ehrlich sagen, das fand ich geil. Fanta rein in den Shreddy, okay? Ah, RIP Fanta. Bruder, der hätte es auch trinken können. Das ist halt unspektakulär. Das bockt auch nicht. Ja, Digga, nee. Voll unspektakulär. Hätte man trinken können, ne? Ist immer ein bisschen unnötig, so mit Getränken und mit Essen und sowas, das zu schreddern. Bisschen unnötig, Bro. Aber wir verzeihen dir. Mach's bitte nicht nochmal. Ja, jetzt hast du halt eine geschredderte Dose. Also hättest du lieber das Pfand mitgenommen und halt die Fanta getrunken. Was kann der Boy? Das ist so ein Lavaball. Guck mal, wie krass. Der, das ist so... Aber das könnte übel giftig riechen. Das ist so ein Plastikding, oder? Hoffentlich hat er das nicht eingeatmet. Das könnte sehr, sehr, sehr giftige Stoffe. Auch das anzufassen ist ein bisschen gefährlich, oder? Wenn sich das so in die Haut reinbrennt, so, da weiß ich nicht so ganz. Ach, Bro, wieso macht ihr so viel Cola kaputt? Der ist halt so unnötig. Bro, das ist so unnötig. Muss nicht sein, Digga. Muss nicht sein. Muss nicht sein, ne? Okay. Wir haben es gecheckt. Die Cola ist jetzt überall auf der Straße. Und die Dosen kannst du nicht mehr recyceln. Okay, wir sind jetzt bei... Auf einmal Arabisch? Was will der von mir? Bruder, was redet der? Okay, reicht, Digga. Auf jeden Fall haben wir Lava in den Pool gekippt und wir kriegen raus. Oh mein Gott, was ist das? Alter, guck mal, was ist das, Digga? Wie crazy. Also, wenn du Lava in den Pool machst, kriegst du einfach so einen komischen Brocken raus. WTF? Bin mal gespannt, was haben wir mit den ganzen Mentos vor? Das sind wieder hunderte von Mentos, Alter. Sind Mentos... Was ist denn das eigentlich? Aus was bestehen Mentos? Habe ich mich noch nie gefragt. Ist ja irgendwo so ein Glibberzeug, oder? Eigentlich voll ungesund, das zu schlucken, ne? Digga, der klebt Mentos jetzt mit... Ja, okay, der macht auch irgendein Coca-Cola-Experiment, safe. Der macht jetzt eine Mentos-Pyramide mit Kleber und dann wird er da wahrscheinlich Cola reinfüllen oder sowas. Vielleicht explodiert das ja so krass. Könnte schon heftig kommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oder? Hä, aber wieso... Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was macht denn der jetzt? Also da ist eine Cola-Flasche drin und jetzt... Ich dachte, der tut diese Mentos jetzt irgendwo reinwerfen, aber... Jetzt bin ich mal gespannt, Bro. Okay, jetzt macht er hier ein paar... Der macht die jetzt in die Cola-Flasche rein und dann? Hä, Digga, ist... Oh Mann, das ist doch so lost. Digga, das war ja so lost, Mann. Wenn du schon so viele Mentos verschwendest, dann mach doch das nicht so... Die äußeren Mentos sind ja nur... Da hätte er auch aus Pappkarton eine Pyramide bauen können. Die machen ja gar nichts, die äußeren Mentos. Ich dachte, der tut die jetzt wenigstens voll zum Vulkan machen, so. Digga, das war so sinnlos. Das war so ein No-Brainer. Nicht Daumen hoch, Daumen runter. So einen fetten Daumen runter, Alter. Jetzt fährt er noch über den Red Bull drüber. Solche Videos werde ich nie verstehen. Bro. Check ich nicht, Alter. Eine Mausefalle. Was macht er mit einer Mausefalle jetzt? Fährt er da drüber, oder was? Nee, er legt einen Luftballon. Ah, okay. Er macht eine Wasserbombe rein, um zu gucken, was passiert. Okay. Das war cool. Das war cool. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nochmal eine Wasserbombe.
Stark, stark, Junge, stark, Junge. Okay, cool, cool. Waren ein paar coole Experimente. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Lava gewünscht, aber Leute, ich suche nochmal ein anderes Lava-Video raus. Wenn ihr jetzt 444 Likes da lasst, machen wir nochmal Experimente mit voller Lava, okay? Dann gibt's Only-Lava-Experimente. Habt ihr Bock? Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.